Das ist heute der Startschuss. Wir wollten jetzt eine ganze Reihe von Veranstaltungen jetzt setzen und damit beginnt es heute mit der Veranstaltungsreihe, dass wir ein bisschen mal hinter die Kulissen schauen. Und jetzt geht's los, wir schauen es uns an, gehen in die Diskussion und wollen natürlich auch Ihre Meinung hören. Die kann gut sein und die kann vielleicht auch mit Kritik ausgeübt sein. Also wir müssen diskutieren, dass wir das Beste für unsere Stadt erreichen und besonders das Beste für Kultur. Die für die 10 Uhr Führung Angemeldeten sind, kommen jetzt mal bitte mit rein und gehen mal da diese Treppen mit hoch vor den Aufzug. Wir fahren mit dem Aufzug in 2 Gruppen hoch. Den Auftakt zum Diskurs um eine mögliche Nutzung der Kongresshalle als Produktions- und Präsentationsort für Kunst und Kultur unter möglichst breiter Beteiligung der Bürgerschaft wurde mit einem mehrstündigen Führungsreigen am 13. November eröffnet. Ziel unseres Rundgangs, das habe ich Ihnen gerade schon gesagt, ist, einen Einblick zu geben in die sonst öffentlich nicht zugänglichen Bereiche der Kongresshalle, in den Rohbau. Und dabei ist natürlich immer bei allem, was man überlegt, ist natürlich auch immer die Geschichte zu berücksichtigen, die dieses Gebäude hat. Wir wollen Ihnen hier heute eine Basisinformation über den Zustand des Gebäudes geben. Zielgruppe dieser ersten Auftaktführungen waren vor allem künftige potenzielle Nutzergruppen aus Kunst und Kultur. Die Gigantomanie dieses Gebäudes haben Sie wahrscheinlich jetzt schon auf dem Weg erlebt, den wir von da vorne bis hierher gelaufen sind. Wir sind noch nicht mal halb rum in diesem Rundbau. Die Stadt Nürnberg hat sich im Jahr 2004 Leitlinien für den Umgang mit dem Reichsparteitagsgelände gegeben. In diesen Leitlinien steht unter anderem drin, dass die Zeugnisse der NS-Zeit als Denkmäler und Geschichtsquellen in ihrem heutigen Aussehen zu bewahren sind. Und ausdrücklich erwähnt in diesem Kontext sind die Möglichkeiten einer kulturellen Nutzung. Insofern sind wir an dieser Stelle mit einer kulturellen Nutzung auch der Kongresshalle auf genau diesem Weg unterwegs. Insgesamt 4 Baufachleute führten in einstündigen Rundgängen in die Bereiche der Kongresshalle, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Wir befinden uns hier jetzt in einem von 16 Technikräumen. Das hier sind tatsächlich die größten Räume, die wir hier im tatsächlichen Gebäudebestand haben, abgesehen vom großen Rund des Treppenhauses. Dieser Raum hat eine Grundfläche von 220 Quadratmetern. Der wäre zum Beispiel, wenn man ein Operninterim planen wollte, als Probesaal beispielsweise auch fürs Ballett möglich, muss dann aber natürlich auf irgendeine Art und Weise baulich erschlossen werden. Schwerpunkt dieser Führungen waren die Perspektiven für eine zukünftige kulturelle Nutzung. Mit Blick auf eine möglicherweise Nutzung dieses Gebäudes im Rahmen eines Operninterims kann man natürlich das Stockwerk, in dem wir gerade gewesen sind, hauptsächlich als Lagerfläche für zeitlich begrenzte Aufenthalte, wie zum Beispiel für Proben, verwenden. Auf diesem Stockwerk hier würden wir vorsehen wollen, insbesondere natürlich die Büroräume, denn die haben schönes Tageslicht und werden schön belichtet. Diese Richtung weiter. Die Führungen verdeutlichten, dass es auch bisher schon diverse profane Nutzungen des Gebäudes und dadurch bedingte Veränderungen gegeben hatte. Die Decke, die wir hier sehen, stammt nicht aus dieser Zeit, die ist danach reingekommen. Sie können aber durch dieses Loch, das da oben in der Decke ist, sehen, wie die entsprechende Wandgestaltung an dieser Stelle weitergegangen ist. Es gibt ein schönes Foto, wo hier ein großer Lüster hängt. Und es war zu diesem Zeitpunkt auch dieser hier vermauerte Durchgang nach draußen offen. Wenn Sie hier ans Fenster treten, sehen Sie, dass wir hier genau auf der Höhe sind, wo dieser Absatz in den Hof reingeht. Da gab es tatsächlich vom Café Königshof eine Außengastronomie, also da draußen auf diesem Umgang standen Sonnenschirme und Stühlchen und da fand tatsächlich eine entsprechende Publikumsnutzung hier draußen auf diesem Umgang schon statt. Und da kommen jetzt auch diese schwierigen Treppen, die uneben und ungleichmäßig hoch sind. Achten Sie bitte genau darauf, wo Sie hingehen. Das Café Königshof war nicht der einzige profane Nutzer im Labyrinth der zahllosen Räumlichkeiten der Kongresshalle. Auf diesem Flur sieht man am allermeisten noch Spuren einer Nutzung, die das Großversandhaus Quelle von 1970 bis 2006 hier hinterlassen hat. Da wurde das Gebäude als Lagerfläche genutzt. Es sind insgesamt 18.000 Quadratmeter. Über 220 Besucher kamen zum Auftakt der Veranstaltungsreihe, um sich über die mögliche kulturelle Nutzung der Kongresshalle zu informieren.
Damit ist im Großen und Ganzen dieser Rundgang hier durchs Gebäude auch schon beendet. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass am Ausgang ein Sicherheitsmitarbeiter steht, der Ihnen einen Flyer für die weiteren Veranstaltungen im Rahmen dieser Open-Up-Initiative in die Hand drückt und der Ihnen außerdem ein Blatt Papier in die Hand gibt, auf dem Sie Ihre Anmerkungen, Ihre Kommentare, Ihre Eindrücke oder auch Ihre Vorstellungen davon, wie wir künftig mit diesem Gebäude umgehen können, notieren dürfen. Wir sind sehr dankbar für ein Feedback, das Sie uns geben an dieser Stelle, weil es natürlich auch Sinn und Zweck dieser Rundgänge ist, zu hören, wie die Menschen, die das jetzt hier vor Ort gesehen haben, welche Eindrücke die mitnehmen und was die sich vorstellen könnten für die weitere Nutzung dieses Gebäudes. Alles das fließt in die weiteren Überlegungen und Diskussionen ein. Aber da müssen wir ja noch schreiben, ne? Genau, ihr könnt auch gerne hier diese Karten hier nehmen. Die Möglichkeiten zum Feedback wurden von zahlreichen Besuchern gerne wahrgenommen. Und das war nur der Auftakt zum Dialog, der den Weg zur zukünftigen kulturellen Nutzung der Kongresshalle bereiten soll. Und genau deshalb ist jetzt auch eine Veranstaltungsreihe von der Kulturbürgermeisterin auf den Weg gebracht worden, dass wir die Bürger einladen zum Dialog, zum Diskutieren. Kann man, darf man aus der Kongresshalle Kulturräume entwickeln? Und genau deshalb laden wir ein, alle Bürgerinnen und Bürger, Fachpersonal, aber auch Fachkünstler, um mal zu diskutieren, um sich das auch anzusehen. Viele diskutieren und waren noch nie drinnen. Wir laden ein, gehen Sie rein, machen Sie sich ein Bild und dann muss der Stadtrat eine Entscheidung treffen und die werden wir hoffentlich auch in den nächsten Monaten treffen können.